Zum Verkauf angeboten wird das offizielle O2-Blau mit dem Hexadezimalfarbcode Hashtag 001AA5. Wir beginnen mit 18 Ether. Hat jemand mehr? 18,9. Ich sehe jetzt nur in der linken 18,9. 19,5. Da hinten 19,5. Ja, habt noch mehr? 20,05. Ist es das? 20,05. Zum ersten, zum zweiten. Verkauft an Garlic Ice Cream 97. Herzlichen Glückwunsch, Herr Garlic, Frau Garlic. BTC, NFT und ETH. Was beim ersten Hören an die Fanta 4 erinnert, sorgt gerade für einen echten Milliardenmarkt. Nicht nur beim Gaming, nein. Jetzt sorgen Non-Fungible Tokens, kurz NFTs, für ordentlichen Wirbel im ganzen Netz. 2012 entstanden die ersten Colored Coins, die als Vorbild für die ersten NFT-Projekte galten. Anfang 2021 wurde das Ganze zum Mainstream-Phänomen. NFTs sind digitale Objekte wie Videos, Bilder, Animationen, GIFs oder Musik, die man nun besitzen kann. Zugleich wird diesen Kunstwerken eine Art Echtheitszertifikat verpasst und Eigentümer wird, wer genug Kryptogeld, meist Ether, abgekürzt ETH, im Portemonnaie hat. Ha, Ether habe ich eigentlich nur vor längeren Autofahrten mit meinem Opa gebraucht. Weißt du, so ein paar Tropfen, ein Gin Tonic mit Gurke drin. Wie ich vor jeder Sendung mit dir. NFTs, wörtlich übersetzbar mit nicht austauschbare Wertmarke, machen also Digitales einzigartig. Ein Meme kann dann quasi so einmalig werden wie Da Vincis Mona Lisa. Das einzige Gemälde, das die Jugend von Van Gogh heutzutage noch kennt. Wirklich traurig. Aber um diese und andere Wissenslücken zu schließen, heiße ich Sie, wir, uns, euch und alle herzlich willkommen zu einer neuen aufklärerischen Folge von Beyond the O. In der heutigen Ausgabe erfahrt ihr alles über den Krypto-Hype und wie er unsere Kunst- und Investmentwelt verändern kann. Natürlich wie immer sensationell subjektiv, semi-investigativ und keineswegs ergebnisorientiert. Rick, du hast mir noch heute Morgen so ein komisches GIF auf WhatsApp geschickt, ne? Und das ist jetzt auf meinem Telefon drauf, also ist es doch jetzt auch quasi meins, ne? Nein, so einfach ist es nicht, aber ich kann es dir gerne erklären, dass es auch du verstehst. Ah, toll. Wenn du Eigentümer eines GIFs werden willst, brauchst du erstmal eine Kryptowährung, Ether in diesem Fall. Damit kannst du dir auf NFT-Websites wie OpenSea oder Foundations Memes, GIFs oder alles mögliche an digitalen Zeugs kaufen. Richtig. Nach dem Kauf wird dann dein NFT individuell verschlüsselt, in sogenannten Blockchains. Blockchains kann man sich etwa wie eine öffentliche Kartei oder Datenbank vorstellen. Da werden dann alle Transaktionen aufgezeichnet und am Ende kann es dir versichern, das ist deins. Das ist ja toll, aber meins, deins, das sind doch alles nur bürgerliche Kategorien, ne? Aber kommen wir zum Punkt. Möchtest du jetzt mein Oktopusbild kaufen oder nicht? Ich mache dir einen extra Preis, extra teuer. Die alles entscheidende Frage hierbei ist doch, warum sollte ich das tun? Meine Damen und Herren, wie immer sind wir schon am Anfang der Sendung zu einem Punkt gekommen, wo nur noch die Bourgeoisie mitreden kann. Bis später, Steve. Seit wann kennst du so eine Wörter? Surrealismus, ja. Einfach einen neunten Arm. Das wird Steven gefallen. Willkommen im Infotainment Fact-Check Universe. Wir präsentieren feinsäuberlich aufgearbeitetes, aber unnützes Wissen in Bullet Points zum Verbreiten und Erheitern. Für knapp 600.000 Dollar, also 300 Ether, verkaufte Pixel-Artist Chris Torres das Eigentum seines Pop-Tart-Cat-GIFs, das 2011 als Nyan-Cat viral ging, passend zu ihrem 10-jährigen Jubiläum. Für umgerechnet 2,9 Millionen Dollar verkaufte der Twitter-Gründer einen seiner ersten Tweets als NFT, sogar mit Tippfehler. 69 Millionen Dollar kassierte Digital Artist Beeple für seine Collage, die er als JPEG-Datei auf einer Christie's-Auktion verkaufte. 69 Millionen Dollar! Spätestens nach diesem Faktencheck sollte deutlich geworden sein, dass NFTs weit ernstzunehmender sind als die Amtszeit von Sebastian Kurz und welche drastischen Ausmaße dies für das zukünftige Steuerrecht haben wird. Welche Ausmaße dies für die zukünftige Steuerrecht haben wird? Das ist dein Text. Ja, dies hat natürlich einen sehr kinetischen Effekt auf den Steuermarkt und das Steuerrecht der Zukunft. Nee, auch nicht mit neuen Armen. Dankeschön.
Wurde digitale Kunst bislang eher belächelt, haben Künstler jetzt mit NFTs die Möglichkeit, ihre digitalen Werke als Originale auf den Markt zu bringen. Die Grenzen zwischen höherer und niederer Kunst verschwimmen. Das kann man wohl sagen. Der New Yorker Filmemacher Alex Ramirez Mallis wollte es genauer wissen und versteigerte seine Audioflatulenzen als NFTs für jeweils 85 Dollar das Stück. Ich meine, ob Fahrt oder Art, Jacke wie Hose. Ja, Memes, Collagen, Furzsounds, NFT-Trends kennen keine Grenzen und das Geld, es fließt. Da fragt man sich doch, ist das Ganze nur ein explosiver Trend, der nächstes Jahr genauso schnell wieder verfliegt oder doch mehr als nur heiße Luft? Man sollte es in einem Clubhouse-Vortrag erörtern. Wo bitte? Das Krasse daran, durch NFTs wird in der digitalen Welt das bislang Unmögliche möglich gemacht. Ein digitales Original schaffen, das einmalig ist und einer bestimmten Person gehört. Ein JPEG, Meme, Film oder Musik kann man ja so oft kopieren, wie man will. Aber mit NFTs verschlüsselt gibt es nur ein Original. Für die Kunstwelt ist das revolutionär. Konnten Digital Artists bislang nur durch die Abtretung von Urheberrecht Geld verdienen, haben sie durch NFTs die Möglichkeit, Originale zu verkaufen. Genau wie Gerhard Richter, Jeff Koons und Takashi Murakami es eben auch tun. Auch in der Modewelt gibt es erste Experimente. Luxuslabel Dolce & Gabbana hat kürzlich seine erste NFT-Kollektion rausgebracht. Ein Stück aus dieser Kollektion erzielte mehr als 1 Million Dollar. Des Kaisers neue Kleider. Ein Blick in die Zukunft. Lass das. Auch außerhalb der Kunst- und Gaming-Welt eröffnen sich durch NFTs völlig neue Möglichkeiten, denn theoretisch lassen sich auch physische Gegenstände tokenisieren, also als Token auf einer Blockchain darstellen. Immobilien, Pokémon-Karten, Steve's Mom, durch Fraktionalisierung könnten auch aus Vermögenswerte hunderte oder tausende Token erzeugt und einzeln handelbar gemacht werden. Das dürfte interessant für Investoren sein, die bislang in schlecht zerteilbare Vermögenseinlagen wie Ölgemälde, Golduhren oder Oldtimer investieren. Mit NFT realisierbar wären außerdem manipulationssichere Personal- und Impfausweise. Heißt, Minderjährige könnten in Zukunft nicht mehr in den Genuss kommen, vor dem Clubbesuch mal schnell ihren Perso zu fälschen. Warte, Momentchen mal. Also das mit den Memes, GIFs und den Twitter-Posts, das war ja noch ganz witzig. Aber jetzt existiert bald Kleidung, mein Perso, Wohnungen und Ricks Mom nur noch auf Blockchains? Deine Mom. Ah. Was man in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt lassen sollte, NFT-Transaktionen über Blockchain-Technologien sind wahnsinnig energieintensiv, hinterlassen also einen ordentlichen CO2-Fußabdruck. Der britische Künstler Mimo Acton belegte den Stromverbrauch mit Zahlen. Die Generierung eines NFTs stoße etwa so viel CO2 aus wie eine 700 Kilometer weite Autofahrt. Krass. Andere Stimmen kritisieren außerdem die fehlende physische Präsenz eines digitalen Kunstwerks. Kunst ist ja oft auch einfach Deko. Aufhängen oder präsentieren kann man sein NFT nicht wirklich, oder? Also vielleicht durch einen digitalen Rahmen? Naja, dafür kann man es halt online posten und damit angeben. Auf Insta und so. Okay. Hey, hier, guck mal. Ich habe. Ja, toll. Wer weiß, bald sind wir die Generation, die ihre Enkelkinder anrufen müssen, wenn mal wieder die Blockchains kaputt sind. Aber immerhin können die zukünftigen Omas ihre Familienrezepte als NFTs verkaufen und dabei richtig Cash machen. So, ich hab's jetzt nochmal extra für dich visualisiert. Überleg es dir gut. Dein erstes echtes NFT. Zum ersten, zum zweiten. Okay. Ich nehme ja deinen gottverdammten neunarmigen Oktopus. Ist jetzt Mehrwert. Jetzt seid ihr gefragt. Ist NFT ein echtes Zukunftsmodell oder nur so ein öder Geek-Trend? Was meint ihr, was sind die coolsten, was sind die absurdesten NFTs und was gibt es noch nicht als NFT? Schreibt es gern in die Kommentare. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Zu ein bisschen lauter. Bye. Noch sein. Wiedersehen. Ausmachen. Arm tut weh.